Hallo meine Lieben, heute machen wir Zimtsterne. Ein ganz einfaches Rezept, ruckzuck angerührt und man kann sie schon ausstechen und backen. Super lecker mit so einer leicht krossen Eiweißoberfläche. Perfekt, aber die Füllung ist schön weich. Wahnsinn. So, und jetzt zum Rezept. Wir brauchen dafür Eiweiße. Die Eigelbe davon werde ich einfach verquirlen mit etwas Salz und dann in einer Pfanne zu einem Pfannkuchen anbraten und das über den Salat dann klein schneiden. Lecker! Nur so nebenbei. Zu den Eiweißen gebe ich Puderzucker und das Ganze wird steif geschlagen. Das hat jetzt circa 6-7 Minuten gedauert. Nun nehme ich mir davon so einen guten Esslöffel bzw. so zwei schwach gehäufte Esslöffel für die Glasur. Und das stelle ich jetzt erstmal in den Kühlschrank. Jetzt hebe ich gemahlene Mandeln. So. Und Haselnusskerne. Und natürlich Zimt unter. Jetzt am besten nicht mehr mit dem Mixer, sondern mit einem Löffel unterheben. Oh, wie das duftet schon nach Zimt. Lecker. Der Teig muss jetzt für circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank zum Kühlen. Der Teig ist jetzt abgekühlt. Nun habe ich hier Mandeln oder man nimmt Haselnüsse, je nachdem, was ihr jetzt noch da habt, und verteile diese am Boden. So. Hier verteile ich jetzt den Teig drauf. Circa 1 cm dick. Erstmal so viel. Schön glatt drücken. Wenn ich die Finger so ins Mehl tunke, also Mandelmehl, dann kann man das wunderbar auseinanderdrücken. So, jetzt habe ich hier heißes Wasser. Hier tunke ich meinen Stern hinein. So, einmal, vorsichtig, nicht verbrennen. Und dann kann man da wunderbar damit ausstechen. Und so kommt es jetzt aus Backblech mit Backpapier. Perfektiko. Und so weiter. Die Reste habe ich dann zusammengekratzt und wieder Mandelmehl ausgestreut. Nun werde ich das wieder circa 1 cm dick auseinanderdrücken. So, ein bisschen nass macht, perfekt. So. Der Backofen heizt schon mal auf. Zwei Bleche Zimtsterne gibt es. Jetzt hole ich unsere Eiweißmasse raus und bestreiche die von oben. Der Backofen heizt auf Umluft. Und zwar, wenn wir Funktion Umluft nehmen, dann können wir zwei Bleche auf einmal in den Backofen schieben. Oh, fertig, jetzt geht's in den Backofen. 10 Minuten brauchen die nur im Backofen. Wenn die Eiweißglasur leicht goldbraun wird, dann muss man die rausholen. Komplett auskühlen und dann ist es Zeit, die weihnachtliche Keksdose rauszufischen aus den Tiefen der Schränke. Und ja, die halten bis zu einem Monat lang schön verschlossen in einer Keksdose oder einer Glasdose. Wunderbar. Freunde, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Freue mich über eure Likes, über eure Kommentare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia. Hammer.